Tag, mein Name ist Konstantin Kant. Ich bin Projektmanager beim Mittelstandsdigitalzentrum RuhrOBL. Ich darf Ihnen etwas vorstellen, wie unsere Arbeit läuft und was wir im Rahmen der digitalen Transformation für Unternehmen in der kleinen und mittleren Größenordnung zur Verfügung haben. Was ist das Mittelstandsdigitalzentrum? Das ist ein Projekt, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium, das dazu beitragen soll, kleine und mittlere Unternehmen in der digitalen Transformation voranzubringen. Unser Schwerpunkt liegt auf produzierende Gewerbe und da haben wir einige Dinge in der Pipeline, wie wir den Unternehmen helfen können. Zunächst einmal zu unserem Verständnis, was überhaupt Industrie 4.0 ist. Es gibt, wie bei so vielen Buzzwords, nicht die eine Definition, aber aus unserem Verständnis ist es, dass sich eine Prozesskette schließt und zwar beginnt die bei einem Kunden und endet wiederum bei dem Kunden. Das heißt, es ist nicht nur irgendein Teil, nicht nur die Produktion oder nicht nur ein Produkt, sondern es ist das gesamte Bild, die gesamte Kette und die startet beim Kunden und endet beim Kunden. Jetzt ist das so, dass viele Menschen schon dieses Schlagwort, dieses Buzzword Industrie 4.0 gehört haben, aber viele wissen tatsächlich nicht genau, was damit anzufangen und vor allen Dingen, wo soll man dann loslegen, wo ist das Packende für die Industrie 4.0. Und aus unserer Sicht ist klassischerweise eines der Packenden für die Industrie 4.0, für die vierte industrielle Revolution, erstmal die dritte industrielle Revolution vollständig bis zu Ende durchgegangen zu sein. Das heißt, es macht relativ wenig Sinn, mit KI-Themen oder mit anderen selbstlernenden Maschinen irgendwelche Dinge zu tun, wenn ich noch nicht die Datengrundlage dafür habe, um irgendwelche Algorithmen darauf anzuwenden. Wir gehen also davon aus, dass ein Unternehmen, das Industrie 4.0 vollständig umsetzt, durchgängig digitalisiert ist, einerseits von den Prozessen, von der Produktion her, aber auch schon vom Geschäftsmodell her gedacht und auch von den Produkten her gedacht. Was heißt das, wenn ich ein Geschäftsmodell habe, das auch digital ist, wenn ich beispielsweise ein Metallbauer bin? Ja, ein Metallbauer kann allerdings auch gucken, sind die Dinge, die ich im Feld habe, die Produkte, die im Feld sind, die noch in Ordnung? Kann ich die warten? Kann ich meinem Kunden einen weiteren Mehrwert anbieten, der über digitale Services abläuft? Ja, was brauche ich, um so einen Prozess von Ende zu Ende, von Anfang bis Ende, von Kunde zu Kunde durchzuziehen und zu digitalisieren? Als Voraussetzung für eben den Industrie 4.0 digitalen Vollprozess, nenne ich es mal. Es ist nicht sehr verwunderlich, ich muss erstmal wissen, wie mein Prozess aussieht, wie meine Prozesse aussehen. Und üblicherweise oder bestenfalls nicht nur meine eigenen Prozesse, sondern auch die Prozesse des Kunden zu kennen, damit der Kunde mein Produkt wiederum in seine eigenen Prozesse einbinden kann. Und wenn ich es ganz sauber hinbekomme, dann kenne ich auch die Prozesse meines Lieferanten oder meiner Lieferanten, um auch den in meine digitale Prozesskette mit einzubeziehen. Jetzt kennen wir einige Buzzwords, einige Schlagwörter aus dem Industrie 4.0-Umfeld und man sagt, okay, Industrie 4.0, dann brauche ich Internet der Dinge, dann brauche ich KI-Einsatz und so weiter und so fort. Und im Mittelstandsdigitalzentrum adressieren wir auch den KI-Einsatz im maschinellen Umfeld, im Produktionsumfeld. Und da ist natürlich immer die Frage, was brauche ich denn überhaupt, um anfangen zu können, um KI einsetzen zu können. Natürlich braucht man da eine gewisse, ich nenne es mal Brainware, ein bisschen Gehirnschmalz, dass man da reinpacken kann. Man braucht gewisse Kompetenzen. Die kann man sich aber zum guten Stück auch einkaufen. Das ist nicht das Problem. Wichtiger ist eher, dass man als Unternehmen weiß, wozu will ich überhaupt KI einsetzen. Denn wenn ich organisatorische Schwierigkeiten habe, kann ich nicht mit einer KI da draufklopfen und dann funktioniert alles. Denn organisatorische Probleme, organisatorische Herausforderungen brauchen organisatorische Lösungen. Eine KI ist allerdings dafür gut, um analytische Probleme zu lösen oder logische Probleme zu lösen. Es ist also die Aufgabe eines Unternehmens, das KI einsetzen möchte, ihre organisatorischen oder sonstigen Problemstellungen in analytische bzw. logische Probleme zu überführen. Wir haben früher mal gedacht, eine der höchsten Aufgaben der Intelligenz ist es, sauber Schach spielen zu können. Wir wissen mittlerweile, dass Schachcomputer wesentlich besser Schach spielen können als die besten Schachspieler der Welt. Also kann das nicht das Ende der Fahnenstange von Intelligenz sein. Wir wissen aber, dass es sehr viel komplexer ist, einer KI die Aufgabe zu geben, zum Beispiel ein Kinderzimmer aufzuräumen. Warum ist das ein Problem? Weil
es gibt kein Optimierungsziel beim Kinderzimmer aufräumen. Und die KI brauchen wir dann und die selbstlernenden Maschinen und selbstlernenden Prozesse brauchen wir dann, wenn wir gucken müssen, wo können wir überhaupt erstmal Muster erkennen, wo sind so komplexe Datengrundlagen da, dass wir da etwas machen können. Fürs Kinderzimmer aufräumen werden wir auf absehbare Zeit wahrscheinlich keine KI entwickeln können, aber für andere Dinge, wo ich fürs menschliche Auge erstmal unübersichtliche Daten habe, aber eine Menge an Daten habe, die alle irgendwie Einfluss auf mein Ergebnis nehmen. Zum Beispiel Wetterdaten, die Auswirkungen haben auf irgendeinen Produktionsprozess. Diese Muster dahinter zu erkennen, ist für einen Menschen einfach extrem schwierig, weil extrem große Datenmengen dort vorhanden sind. Aber einer KI mit Wetterdaten und Produktionsergebnissen zu füttern, klassischerweise kennen wir das aus der Landwirtschaft, aber auch aus anderen produzierenden Unternehmen, das macht durchaus Sinn. Und da kann man eine KI zum Beispiel einsetzen, mit einer großen Menge an Daten daraus Lösungen zu ziehen. Die Frage stellt sich, wo setzen wir als Mittelstandsdigitalzentrum an dieser Stelle, am Industrie 4.0-Kontext? Als Mittelstandsdigitalzentrum haben wir die Aufgabe, die digitale Transformation der KMU der Region zu unterstützen. Da die kleinen und mittleren Unternehmen der Region natürlich auf völlig unterschiedlichen Reifegraden in der Digitalisierung unterwegs sind, haben wir auch die Aufgabe, tatsächlich an jedem Reifegrad anzusetzen. Das heißt, es können Unternehmen auf uns zukommen, die noch ganz am Anfang der Digitalisierung stehen, aber auch Unternehmen können auf uns zukommen, die eine super Datengrundlage haben und wirklich nur noch das letzte i-Tüpfelchen aus ihren Prozessen herausziehen wollen. Dafür haben wir eine ganze Menge an Leistungen auch in unserem Zentrum vorhanden. Das heißt, wir haben Analyseleistungen, aber auch Umsetzungsleistungen, wo wir mit den Unternehmen tatsächlich direkt ins Doing gehen können und Digitalisierungsprojekte im Unternehmen auch umsetzen können. Was wichtig ist zu berücksichtigen in so einem digitalen Transformationsprozess ist, dass die Digitalisierung nie aufhören wird. Das heißt, wenn ich heute einen Stand habe, der sehr gut ist, wo ich sage, ich habe heute einen Stand erreicht, wo ich einen hohen Reifegrad in der Digitalisierung habe, muss es morgen schon lange nicht mehr so sein. Wir erinnern uns an einige prominente Beispiele, Nokia zum Beispiel, die mal das absolute Highlight in der Kommunikationstechnik waren. Und heutzutage fragt man sich, wer ist Nokia? Das heißt, es reicht nicht aus, einmal auf einem super Stand zu sein in der Digitalisierung, sondern es muss immer weiter vorwärts gehen. Und ein Unternehmen, das sich digitalisieren will oder in der Digitalisierung weiter voranschreiten möchte, muss sich eine Frage stellen auch, wie viel darf das Ganze denn kosten? Wir kennen das von vielen produzierenden Unternehmen, dass sie einen relativ umfangreichen Maschinenpark haben. Und es ist nichts ungewöhnlich, dass ein Werker, meinetwegen in der Metall- und Elektrobranche, an einer Maschine arbeitet, die ohne Schwierigkeiten 250.000, 300.000 Euro kostet und die Maschine tatsächlich nur 3-4 Stunden am Tag ausgelastet ist. Gleichzeitig sind aber auch solche Unternehmen dann manchmal auch etwas geizig, wenn es darum geht, eine saubere digitale Ausstattung ihrer Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Es gibt wenig Unternehmen im KMU-Bereich, die bereit sind, für ihre gesamte digitale Infrastruktur 400.000 bis 500.000 Euro im Jahr auszugeben. Was aber im Verhältnis zu den Produktionsmaschinen sehr wenig ist und auch im Verhältnis zu der Anzahl der Mitarbeiter, die an solchen digitalen Geräten arbeiten müssen. Gleichzeitig müssen wir uns überlegen, auch wie viel Manpower möchte ich einsetzen, um meine Softwarearchitektur am Laufen zu halten, meine digitalen Geräte. Wir kennen das aus dem Schulbereich zum Beispiel. Jede Schule hat in der Regel einen Hausmeister oder eine Hausmeisterin. Und wir haben das gesehen jetzt über die Corona-Pandemie, wurden ganz viele digitale Endgeräte eingeführt in den Schulen. Es wurde Online-Unterricht gemacht und trotzdem gibt es bis heute keine Administratoren für die digitalen Prozesse in den Schulen. Das kann sich ein Unternehmen in der Regel nicht leisten, sich zwar einen Gärtner oder einen Hausmeister zu leisten, aber keinen Administrator für die Software. Das heißt, jedes Unternehmen muss sich überlegen, welchen Wert messe ich der Digitalisierung meiner Prozesse und meiner Produkte bei. Es stellt sich immer wieder die Frage, muss ich als Unternehmen warten, bis irgendein Profi um die Ecke kommt, um mir zu helfen bei der Digitalisierung? Ich glaube, das ist nicht der Fall. Man muss nicht erst auf den letzten Profi warten oder aufs letzte Konzept warten, sondern man kann auch vorher anfangen.
Was sind typische Ansatzpunkte für Digitalisierung oder womit sollte man anfangen? Meiner Meinung nach macht es Sinn, die Digitalisierung tatsächlich erstmal analog zu starten. Das heißt, erstmal ganz einfach Gedanken zu machen, welche Prozesse habe ich überhaupt im Unternehmen und die ja tatsächlich händisch mit Stift und Papier einmal aufzuzeichnen, welche Prozesse habe ich denn. Ein simples Flussdiagramm zu malen und dann zu schauen, ja, wo habe ich denn welche Software-Einsätze, wo habe ich welche Unterstützung digitaler Art an der Stelle. Dann macht es auch Sinn, sich einmal Gedanken zu machen, welche Kompetenzen habe ich denn schon im Haus, denn fast alle Menschen, die bei mir arbeiten oder die bei mir im Unternehmen sind, haben ein Smartphone, können ein Auto bedienen und das sind in der Regel schon sehr stark durchdigitalisierte Gerätschaften. Und da kommen aus dem privaten Bereich häufig auch schon Fähigkeiten hinzu, die auch im beruflichen Kontext eingesetzt werden können. Und dann erst, wenn ich das habe, wenn ich weiß, was habe ich im Unternehmen und was brauche ich grundsätzlich im Unternehmen, dann kann ich mir nochmal Gedanken machen, was muss ich denn noch dazu kaufen an Kompetenz und eventuell an Dienstleistungen an der Stelle. An der Stelle sei gesagt, man braucht sich nicht so sehr von den Buzzwords leiten lassen. Es wird tatsächlich immer wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Man wird immer wieder neue Buzzwords hören, was am wichtigsten ist. Es reicht aus, sich erstmal zu konzentrieren, zu gucken, was brauchen wir denn, um tatsächlich in einer bestimmten Fragestellung voranzukommen. Es sei auch gesagt an der Stelle, es muss nicht jeder Prozess zwingend digitalisiert werden. Wenn ich einen gut laufenden analogen Prozess habe, kann der auch erstmal weiterlaufen. Wenn ich einen schlecht laufenden analogen Prozess habe, macht es Sinn, den erst sich anzugucken, woran es liegt, dass es schlecht läuft. Weil wenn ich einen schlechten Prozess habe und ihn digitalisiere, habe ich einen schlechten digitalen Prozess. Das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Das heißt, ich schaue mir an, wo liegt der Fehler des Prozesses, wenn er schlecht läuft. Und dann schaue ich an, wie kann ich mit Hilfe von digitalen Mitteln den Prozess verbessern. Wenn ich das getan habe und dann an eine Fragestellung komme, die ich selber mit meinem eigenen Unternehmen nicht lösen kann, dann kann ich gut Hilfe dazu holen, von meinem Weg im Mittelstandsdigitalzentrum, aber auch um jetzt zum Beispiel meine Prozesse erstmal zu analysieren und zu gucken, ja, wo sind denn Potenziale für Digitalisierung? Auch da kann man auf uns zukommen und das Mittelstandsdigitalzentrum um Hilfe bitten. Wir als Mittelstandsdigitalzentrum gehen davon aus, dass keine 0815-Lösung für Unternehmen ausreichend sind, sondern dass schon eine gewisse Passgenauigkeit für jedes Unternehmen notwendig ist. Deshalb ist unsere wichtigste Einstiegsleistung auch tatsächlich ein Unternehmensdialog, wo wir in Dialog treten mit Ihnen oder mit Ihrem Unternehmen, um zu schauen, was brauchen Sie überhaupt, wo drückt überhaupt der Schuh, dass wir nicht einfach alles in eins über einen Kamm scheren, sondern damit Sie tatsächlich mit Ihrem Unternehmen vorankommen und dass wir tatsächlich auf die realen Bedürfnisse eines Unternehmens eingehen können und nicht irgendwelche Buzzwords durch die Gegend hauen. Abschließend sei gesagt, Digitalisierung ist nicht nur ein Thema für die IT-Abteilung, sondern grundsätzlich ein Thema für das gesamte Unternehmen. Ein Unternehmen ohne Digitalisierung kann quasi nicht mehr existieren. Und das ist auch der Grund, warum es diese Mittelstandsdigitalzentren gibt, weil Digitalisierung mittlerweile eine existenzielle Frage ist für Unternehmen. Und damit Unternehmen auch in Zukunft, auch in unserer Region wettbewerbsfähig sind, damit sie auch in Zukunft bestehen können, dafür stehen wir als Mittelstandsdigitalzentrum und unterstützen Unternehmen in der digitalen Transformation weiterzukommen.